Eigentlich nennt man Kühlsheim ja die Brunnenstadt. Mittelfristig ist es allerdings wohl eher die Stadt der Stühle, denn der Kühlsheimer Kunstkreis hat jetzt 27 verschiedene Sitzgelegenheiten in der Innenstadt aufgestellt, die allerdings nur selten tatsächlich zum körperlichen Ausruhen taugen. Der Kunstkreis macht jedes Jahr, fast jedes Jahr, eine kleine Kunstaktion. Nicht nur Bilder, ab und zu wollen wir einfach auch eine Außenaktion machen. Dieses Mal waren es die Stühle, war eine Idee, die wir schon vor 2 Jahren hatten. Hat länger gedauert, erstens bis wir alle Stühle zusammengetragen haben, bis man genügend Ideen hatte, wie sie ausgestaltet werden. Das ist passiert und jetzt zum großen Markt fanden wir eine ganz gute Gelegenheit, die zu präsentieren. Jetzt im Sommer haben wir auch ein paar Urlauber, ein paar Gäste, die durchlaufen. Petra Goldschmidt hat dieses Projekt angestoßen, denn als Innenarchitektin, vor allem bei der Einrichtung von Hotels, hatte sie immer wieder mit dem Thema Bestuhlung zu tun. Da lag das Thema auf der Hand, das von den Teilnehmern bunt und vielfältig umgesetzt wurde. Das hat meistens der Stuhl vorgegeben und natürlich auch die Person, die es gemacht hat. Da viel Denken war mitunter schon wichtig, wurde auch gemacht, natürlich. Aber viele Köpfe zusammen, die dann an einem Stuhl wirken, dem anderen vielleicht ins Handwerk pfuschen, sagen, du, ich würde so oder können wir das nicht anders, wir drehen den so rum. Und so sind eigentlich die lustigsten Ideen entstanden durch die gemeinschaftliche Arbeit. Im Laufe der letzten Wochen wurden die Stühle nach und nach aufgebaut und entsprechend befestigt. Bei manchen musste allerdings noch mal kurzfristig nachgearbeitet bzw. nachgebessert werden. Das hat sich ergeben, weil die Farbe und die normale Lackschicht einfach nicht genügt hat. Wind und Wetter, die Feuchtigkeit in der Nacht. Und darum haben wir noch jetzt Bootslack besorgt und die Stühle mit Bootslack imprägniert, damit sie vielleicht doch bis zum Winter stehen, hängen. Das könnte allerdings auch nur ein hehrer Wunsch sein, denn bereits nach wenigen Tagen gab es die ersten, teils massiven Beschädigungen an einzelnen Stühlen, die dann nochmal aufwendig repariert werden mussten. Ja, es gibt so Jugendliche, ich denke, dass es Jugendliche sind, die einfach aus Langeweile wahrscheinlich nicht wissen, was sie tun sollen. Und so verwenden sie unsere Kunststühle, um sich da vielleicht ihre eigene Kunst zurechtzumachen. Also wir werden jetzt nochmal reparieren, aber dann lasse ich sie. Und vielleicht müssen sie dann sogar entsorgt werden und stehen gar nicht so lange, wie ich gedacht habe. Ist schade, aber ich kann es nicht ändern. Dabei geht es aber nur um wenige Einzelfälle. Generell ist das Echo auf die Aktion in den ersten Tagen der außergewöhnlichen Kunstaktion absolut positiv. Absolut. Die meisten Leutchen sind begeistert, gerade Gäste, die auch durchfahren. Die haben uns schon beim ersten Aufbau schon begleitet und haben geschaut, haben Fotos gemacht und wollten also wissen, wie lang die Stühle sind, weil sie unbedingt noch ein zweites Mal ihre Fahrradtour hierher machen wollen, um dann sehen zu wollen, wie alle Stühle stehen. Jetzt, pünktlich zum Beginn des großen Marktes, stehen bzw. hängen alle 27 abwechslungsreich gestalteten Stühle in der Kühlsheimer Innenstadt. Die Anzahl kommt nicht von ungefähr, denn in diesem Jahr feiert der Kühlsheimer Kunstkreis sein 27-jähriges Bestehen. Und das für jedermann deutlich sichtbar.